Ja, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Anno 1800. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, ich lasse es noch ein wenig laufen, damit wir Geld haben. Habe ich gemacht. Und ich mache mal kurz auf halbe Geschwindigkeit. Weil langsam sind gewisse Sachen im Lager leer, dass es nicht mehr wirklich allzu sehr plus macht. Genau. Was habe ich noch in der Zwischenzeit gemacht? So, ich habe das. Ich meinte, das habe ich noch gesetzt, die Weltausstellung. Und dann habe ich mir doch gedacht, ja, wenn ich schon so warte und einfach nur Netflix schauen kann, dann dekoriere ich das mal aus. Habe ich gemacht. Dann habe ich gedacht, ja, wie kann ich jetzt das anschließen und so. Dann habe ich hier noch ein bisschen mal hier Häuser gesetzt. Dann habe ich hier Häuser gesetzt. Irgendwann, mitten im Verlauf, waren es dann so und viele Besucher. Sie nennen es das Land der Freiheit. Ja, das ist so 50-50, ne? Dann dachte ich mir, ja, weißt du was, kannst du doch auch schauen. Also kam der Eiserne Turm, der hier. Dann habe ich den hier nebenan gesetzt, so plus minus mittig sollte das sein. Habe das noch ein bisschen ausdekoriert, da die Bauernhäuser habe ich schon richtig gebaut und nicht nur einfach als Blaupause gesetzt. Habe mich dann hier ein wenig oben noch ein bisschen so Bank mit Kanal, Verschönerungssachen. Natürlich bei Bank soll dann auch ein paar Investoren dann später sein. Was ich jetzt gerade gesehen habe, das hatte ich die letzten Male nur im Kopf. Ja. Okay, der passt wieder mal nicht genau hin. Ja, kommt dann hier noch ein Elektrizitätswerk hin. Kann ich ja eigentlich. Ja. Ja. Und dann machen wir das. Kann mich jemand aus diesem dämonischen Dunst befreien? Augenblick, ich lese gerade. Ein besorgter Handwerker fleht sie an, den Vormarsch des Anarchismus aufzuhalten. Okay. Wo ist der Anarchismus auf dem Vormarsch? Deine Leute erheben sich wie gepeinigtes Vieh, das einmal zu viel von der Knute gekostet hat. Sehen wir das überhaupt? Oder ist es irgendwo hier? Finden und holen Sie den Fackelträger. Sinn. Ja, warte mal, das dürfte wahrscheinlich wieder so einer sein, der wieder nur am Tage zu sehen ist. Hatte ich ja schon mal so eine Aufgabe, wo ich dann versucht habe, im Dunkeln die zu sehen und im Dunkeln kannst du sie einfach nicht finden. Was haben wir hier? Plus Zusatzversorgung. Wo ist jetzt der Kollege? Der kann natürlich wieder überall sein. Ja. Das fängt ja wieder mal gut an. Gerade am Anfang, wenn man wieder reinkommt, hat man genau so eine Wimmelbildaufgabe. Hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Beziehungsweise ich habe ja auch ziemlich, ja nicht versäumt, aber ich habe ja eigentlich so gut wie keine Nebenaufträge angefasst. Jetzt muss ich da ein wenig rüber hovern, zum Schauen, ob ich vielleicht den finden. Holen Sie den Fackelträger.
Es war nicht der kleine Anarchist, so wie beim letzten Mal, wo es ja wirklich in der Schule war, weil die Schule ja nur am Tage bedient wird. Oder? Kann man schauen? Nö. Einen Fackelträger. Ja, da. Möge es Sternenstaub auf sie hinabregnen. Jep. Das wäre schön, weil das ist wertvoll. Genau. Einmal Weltausstellung, einmal Eiserner Turm und ich habe den Palast mit Palastgarten habe ich auch mal aufgezogen. Da haben wir hier so vor dem Palast zweimal Luftballonfahrten. Einmal haben wir das Queen's Café. Das ist jetzt aktuell ja noch nicht bedient, weil eine Königin noch nicht hier zu Gast ist. Und dann haben wir zum Hofstaat. Sehr interessant. Der Name, der finde ich, passt wie Faust aufs Auge. Ich meine, bei einem Palast hat es meistens einen Hofstaat und daher finde ich, passt das ganz gut. Dann haben wir hier auf der Seite hier so eine Abzäunung und ja, das soll so ein bisschen ein Friedhof sein. Leider gibt es keine wirklichen Friedhofsornamente, wie zum Beispiel einmal nach Bright Sands. So etwas fehlte mir. Und ich hätte mir eigentlich das mal gewünscht, dass man diese Sachen auch so als Ornamente noch kriegen würde. Dann hätte ich das ein wenig so gestaltet. Jetzt habe ich das halt ein bisschen mit, wie heißt das? Mit dem Eldritch Pack habe ich da ganz wenig gemacht, weil ich habe es zuerst mal probiert mit viel, aber das war dann zu viel und ja, ich habe so ein bisschen eine Mischung, dass man sagen kann, okay, hier ist der Palastfriedhof, hier hinten ist ein Clubhaus, Herrenhaus, wo für die herrschende Residenz nochmal so ein wirklich ganz privater Bereich ist. Es mangelt an Arbeitskraft. Wo auch außerhalb des Palastes ist, wo auch. Es mangelt an Arbeitskraft. Wenn man. Kann ich das gerade? Das muss ich schauen. Ctrl Shift R meinte ich, war das. Genau. Wenn man hier so als Besucher ist, wenn man eingeladen wird, hat man hier eine wunderschöne Aussicht. Verzeiht jetzt. Warte mal. So, jetzt sind mal alle seekrank. Hat man hier eine wunderbare Aussicht. Deshalb habe ich gefunden, ja, wieso nicht? So, das königliche Clubhaus. Man kommt halt leider nicht weiter rein. Hallo, ihr habt eine Quest? Genau, dann noch ein paar Früchtehaine. Hier ist so ein bisschen Nationalpark mit Wildtieren. Man kennt sie so ein bisschen versnobbt. Waren sie zu gewissen Zeiten die herrschenden Schichten? Deshalb so einen Wildpark und auf der anderen Seite einen bisschen natürlichen See mit Pamio. Innen drin 3 Millionen. Dann hier einfach so ein bisschen Park, so. Man schätzt die Arbeiter, die geholfen haben, uns aufzubauen. Die Herrschaftsfamilie über die verschiedenen Spiele, da habe ich noch so 2 Ornamente gehabt. Die habe ich dann einfach so eingezäunt mit Kirschblütenbäumen, mit den violetten Blumenbeeten. Ja, ich denke, dass es lässt sich sehen. Man kann es noch ein bisschen ausputzen, aber man kann sich das sehen lassen. Jetzt muss ich das wieder verlangsamen. Genau. Was möchte ich machen? Ich denke mir als erstes. Sieh nur, wie die Menschen sich das nehmen, was sie brauchen. Ja, kaufen wir das zurück.
ich habe mir, bevor ich dann aufgehört habe, so, einmal zurück, habe ich mir noch einen Zettel geschrieben, was alles fehlt. Ich habe ja beim letzten Mal am Ende, glaube ich, gerade noch ein bisschen angefangen. Und zwar Rum, Kaffee, Schnaps und Kautschuk, das habe ich mit euch noch aufgeschrieben. Aber ich habe mal komplett alles durchgeschaut, was auf der Insel theoretisch gebraucht wird. Da hätten wir einmal Stahl, also nicht die Stahlträger, wie sie hier sind, sondern das Zwischenmaterial aus den Schmelzöfen, zum Beispiel aus denen. Versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Wir produzieren, können gerne wieder zurück. Wir produzieren aktuell 52 Einheiten alle 15 Sekunden, bräuchten aber 82 Einheiten pro Sekunde. Vom Talg, das ist aus den Schweinen wird Schweinefett, also Talg gemacht. Da haben wir, glaube ich, eine Produktion von 2, bräuchten 3. Dampfmaschinen, das brauchen wir vor allem für die Dampfwagen. Und das ist jetzt aktuell das Problem, dass uns die hier nebst dem Kaffee einbricht. Glühdraht, das ist dann für... Ich bin der Trägheit erlegen. Auch schön, ist da zu wenig. Geschuldet daran, einerseits an der Kohlelieferung, andererseits aber auch hier, weil die hier noch zusätzlich Glühdraht brauchen. Baumwollstoff brauchen wir 32, das muss ich schauen, da weiß ich jetzt nicht auswendig mehr, wie viel in der neuen Welt produziert wird. Filmrollen bräuchten wir schon 2 Stück, Feuerlöscher, das kommt jetzt auch noch. Ich habe in der Gegend, also Frauen, die in den Einkaufs... Fehlende Waren. Man kann die Feuerwache, das Krankenhaus und die Polizeistation, die hier, kann man ausbauen. Das noch nicht, weil das habe ich noch nicht freigeschalten. Man schaltet es frei in der neuen Welt. Da muss ich noch mehr Artistas haben. Und die brauchen dann Waren und dann sind die drei immer automatisch auch mit am Aussenden, falls irgendwo einen größeren Brand geschieht oder einen größeren Aufstand oder eine größere Krankheit. Also das wird dann auch kommen. Und dann haben wir ganz, ganz viel noch. Also von den Schweinen brauchen wir mehr. Wir brauchen mehr Getreide, mehr Rinder, mehr Paprika, Pelze, Kautschuk, Bärenfell. Bärenfell, das sind die Felle aus der Arktis. Eisenerz, da haben wir eine Produktion von 44, brauchen eine Produktion von 71. Kohle haben wir 32, brauchen 73, also dort am allermeisten. Das heißt, die Vermut, ich mache mal kurz auf Pause, bevor mir das ganze Geld dann weggeht, dass wir wirklich die Inseln abklappern müssen und Kohle einsammeln, Kohle liefern. Quarzsand, da müssen wir verdoppeln. Dann Zink müssen wir mehr als verdoppeln. Zement brauchen wir so ein Drittel mehr noch auf der Insel. Salpeter bräuchten wir überhaupt einmal. Da meinte ich, hätte ich schon eine Produktion auf einer Insel angefangen. Diese wiederum aber noch nicht drüber verschifft. Also das heißt, bei uns fehlen wieder einmal als allermeistens die Schiffe. Was interessant wird, wie wir das hinkriegen dann mit der Zeit. Perlen, die sollten theoretisch gedeckt sein, meinte ich. Aber da muss ich überprüfen. Ich habe mir nur aufgeschrieben, was Crown Falls jetzt betrifft, was wir effektiv brauchen. Aber ich habe noch nicht alles durchkontrolliert, wird das auch wirklich schon produziert, wird das in einem angemessenen Warenumfang
verschifft in, nach Crown Falls. Das müssen wir alles noch schauen heute. Gold auf jeden Fall. Da sehe ich immer wieder, dass sowohl das Golderz als auch die Goldbarren hier komplett unterversorgt sind. Dampfmaschinen habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Genau. Schnaps brauchen wir 56. Das hat sich mittlerweile auch schon nochmals gesteigert. Durch die Bauernhäuser, die ich jetzt überall gebaut habe. Arbeitskleidung müssen wir schauen, weil die sehen jetzt gut aus. Also da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das zu wenig ist, aber überprüfen. Das gleiche mit Wurst und Brot. Seife, Bier, Rum brauchen wir 65 Stück. Das ist ganz eine schöne Menge. Kaffee 28, Kaugummi, das sind dann für die Wolkenkratzer, braucht es das als Bedürfnis. Verzeiht. Aktuell ist es gerade wieder ein wenig zurückgegangen, darum ist das Bedürfnis gerade nicht freigeschalten. Lass mich lügen, wo waren die? Das Bedürfnis hier. Shampoo. Da bräuchten wir, wenn es freigeschalten sind, 6 Stück. Dann Zigarren sollten mehr als zu Genüge hier hinkommen. Wo haben wir Zigarren? Ja, genau. Also, die wären eigentlich auch ziemlich mit der Zeit kommen, weil produzieren tun wir eigentlich einiges mehr. Das gleiche bei der Schokolade. Das wird auch einiges mehr produziert, als wir. Die Bedingungen sind schlecht. Ja, schön. Die Gewerkschaft hat genau das vorher. Dann Maßanzüge. Das geht dann schon in diesen Bereich für die Gelehrten. Lederstiefel, Maßanzüge. Da brauchen wir auch schon überraschend einiges für die Anzahl, die wir haben. Dann brauchen wir Melonen noch ein bisschen. Das, denke ich, könnte sogar reichen, wenn wir es einfach abzwacken von der neuen Welt. Hibiskus-Tee, da der Eintopf, Wandteppiche, die zwei, da müssen wir dann in Embesa schauen, dass wir das zu Genügen kriegen. Die Pfeifen meint, bräuchten die nicht hier auch noch Pfeifen? Ist der Glanz bereits verblasst. Irgendwo meinte ich, hätte ich mal noch Pfeifen für hier gesehen, dass wir das benötigen. Das geht mir wirklich zu weit. Ja, das kann sein. Das kann echt sein. Für die Gelehrten, genau. Dann Eiscreme, das ist dann wieder hier so ein Bedürfnis von denen. Oder was von denen? Genau, von denen. Da brauchen wir auch schon 7 Produktionen davon. Ventilatoren 2, Parfüm 2 und Mascal. Das ist da der, ja, was, wie soll ich es benennen? Das fruchtige Getränk, was wir ja, brauchen. Also wir sind da in der Aufnahme ein Stück weit beschäftigt mit vielen Produktionen zu errichten. Und jetzt muss ich schauen, wie ich meine Punkte, die ich habe, möglichst gut investiere, um Schiffe noch zu kriegen, weil das Thema Schiffe, das ist eigentlich ein auslaufendes Modell, ne? Und zwischenzeitlich habe ich da einfach noch die entsprechenden, ja, wie soll ich sagen, ja, halt die entsprechenden einzelnen Gebäude, was hier so erforscht wurde, habe ich reingesetzt. Da haben wir ein paar Wasser. Orchideen und Lotusblumen. Und ich habe sie auch vereinzelt ein wenig umgesetzt, dass es einfach ein bisschen schöner aussieht. So die reinen Gewächshäuser, die habe ich jetzt hier eher gegen den Anfang genommen.
Ich habe da den großen Schwanensee hierhin gemacht und hierum so ein wenig die offenen Attraktionen hingesetzt. Denke, passt das so. Das passt so. Habe ich sonst noch irgendwas zum Zeigen? Hier die Schule, die habe ich hinter Burgmauern eingezäunt, so nach dem Motto: Die Jugend muss Wissen lernen und darf sich nicht ablenken. Also so ein bisschen ein abgeschottetes Internat. Polizeistation gerade nebenan, falls irgendjemand denkt so, ja, ich hau mal ab, mir passt das nicht. Es mangelt an Arbeitskraft. Den Palast, den werde ich nicht ausbauen. Einerseits, weil wir da noch gute 200 Ziegelsteine benötigen, bis die Produktion fertig ist. Aber anders auch, weil das hier in den Finanzen zu teuer kommt. Weltausstellung, das wäre wahrscheinlich so das mitunter einzigste, was gerade so gehen könnte, das uns nicht den Boden unter den Füßen oder den Eisernen Turm, beides natürlich sehr prunkvolle Attraktionen. Und etwas fehlt mir jetzt. Ah nein, das habe ich hier rüber gelöst. Ganz genau. Ja, jetzt hatte ich zuerst den Verdacht so, oh Mist, ich habe vergessen, da die Attraktionen mit anzubinden. Den Skyline Tower, das ist jetzt so der einzige, den ich so auf Anhieb nicht wüsste, wo ich den dann später reinsetze. Bauchgefühlmäßig vielleicht hier und die Holzfällereien und Sägereien dann irgendeinmal dann anders umsetzen, obwohl ich hier die Holzfällerinsel doch irgendwie ein bisschen auch schätzen gelernt habe. Ja, also ich denke, ihr habt jetzt mal einen kleinen feinen Überblick, wie das dann später kommen wird. Eine Cocktailbar, das kommt ja dann auch noch, das haben wir auch schon angedeutet gesehen. Limonade, der eiserne Turm. Da braucht es dann halt entsprechend mehr Grand Hotel. Es kommt nochmals so ein Gebäude einfach als Bar. Das haben wir, wenn ich das Grand Hotel, das ist weiter unten, genau hier, eine Bar. Das dürfte nochmal so ein Gebäude sein, einfach mit einer Bar-Option. Die werde ich hier nicht machen, weil ich finde, das passt dann nicht zu einem Palast. So ein Restaurant und ein Café mit, ja, ein Restaurant für die Angestellten und auch so ein wenig die Besucher, das finde ich, das geht noch, das ist passend. Das gleiche wie ein Café, wo auch die Herrschaftsfamilie sagt, ja okay, ich besuche da mal Wien. Was ist denn das bitte? Ja. So, den richtigen Abschluss. Ja. Man sieht das halbwegs ein wenig vernünftiger aus. Hier passt es wunderbar. Auf der anderen Seite, da passt es. Gut. Ja, wunderbar, würde ich sagen. Hier vor dem Palast gerade noch. Ja, das fand ich ein wenig doof, weil hier war es natürlich schön, kannst du die beiden gerade anplatzieren,
Aber hier ist halt so die Haltestelle halt nur für den Palast. Hm. Ob das wirklich das Wahre ist, ich weiß es nicht. Aber lieber so als anders, würde ich sagen. Gut. Hm. Jetzt Schiffswerft. Genau, hier finden wir jetzt natürlich die Dampfmaschinen. Tätig 6 und 2, Investition 3, könnte ich 4 machen. 6 Frachtplätze. Ja, dann würde ich schauen, dass ich 4 von denen kaufe. Das sollte dann passen. Alles bereit. Da habe ich mal einfach so ein bisschen Stahl bereit, zwischendurch hin geliefert. Wir gehen in die alte Welt, nach Ditchwater. Weil dort habe ich unter anderem auch Dampfmaschinen am Bauen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Der pendelt so zwischen 2000 Gütern hin und her. Also ich würde sagen, es geht gerade so mit der Anlieferung von den einzelnen Öllieferungen. Aber wir brauchen definitiv dann mit der Zeit noch Lieferungen für die... könnt ihr es mir sagen? Für Propangas. Genau, und hier müssen wir schauen, dass das ja irgendwann später dann auch wirklich komplett sich ausgeht. Dass wir dann Lieferungen. Und das habe ich mir dann auch so ein wenig überlegt. Okay, wir brauchen hier auf den Inseln primär die, dass wir die Fertigproduktionen, also das, was dann wirklich die Techniker braucht, dass wir die dann, die Produktion auf den Inseln bauen und diese waren dann rüber geht und das Rohmaterial, zum Beispiel Holz, Robbenfelder, dass das dann effektiv auf den kleinen Inseln, dass wir die kleinen Inseln möglichst gespart haben für die Grundversorgung und das teure Heliumgas, das Arktisgas dann möglichst von hier aus gemacht werden kann. Aber da müssen wir zuerst mal Einflusspunkte haben wie sonst was. In Embesa habe ich da noch ungenutzte Schiffe? Nein. In der neuen Welt? Auch nein. Also ungenutzte Schiffe, das ist bereit zum Abheben. Echte Mangelware. Da werden 9. Dann nehme ich lieber die 6er Schiffe. Da habe ich verhältnismäßig hier ist mehr. Kein Platz mehr. Wir sind abflugbereit. Ja, das ist auch noch so ein Thema. Ich habe zum Beispiel hier, das habe ich auch nicht in der Aufnahme gehabt, einfach mal Aluminium am Bauen plus noch hier Nähmaschinen. Damit einfach hier auf der Insel schon mal das ganze Thema, wo haben wir die Nähmaschinen? Genau, dass wir das hier selbstständig abdecken können und einen Teil sogar in die alte Welt, also ans Kap liefern können. Und das deckt einfach besser ab, anstelle Nähmaschinen aus der alten Welt in die neue und dann hast du es nicht mehr. Jetzt Melonenfarmen.
also Melonenform im Sinne von Kopfbedeckung, ne? Genau, hier werden die Tortillas gemacht.